Von Robert Dietrich und der gesamten Mannschaft von Lokomotive Jaroslawl war das beherrschende Thema bei der Generalprobe für die neue Saison. Das Testspiel der Adler gegen Ingolstadt war eigentlich Nebensache. Lange Schlangen bildeten sich in der Arena vor dem Kondolenzbuch. Jeder nahm auf seine Weise Abschied vom ehemaligen Adlerverteidiger. Die Gedenkminute in der Arena, ein Moment voller Trauer. Am vergangenen Mittwoch erlebte der Eishockeysport den wohl schwärzesten Tag seiner Geschichte. Bei einem Flugzeugabsturz in Russland mussten über 40, zumeist junge Menschen, ihr Leben lassen. Darunter nahezu die gesamte KHL-Mannschaft von Lokomotive Jaroslawl, in der unzählige bekannte Eishockey-Stars spielten. Auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich, mit nur 25 Jahren, gehörte zu den Opfern dieser bis heute für viele Menschen auf der ganzen Welt unfassbaren Tragödie. Mit Robert Dietrich, der für die DEL-Clubs Straubing, Düsseldorf und Mannheim aktiv war, hat die Eishockey-Familie nicht nur einen seiner besten Nationalspieler verloren. Robert Dietrich war darüber hinaus aufgrund seines stets fairen und sympathischen Auftretens auf und neben dem Eis vor allen Dingen eine große Persönlichkeit mit Vorbildcharakter. Mit der folgenden Schweigeminute gedenken wir somit in aller Stille den Opfern und Trauern mit ihren Angehörigen. Wir gedenken im Besonderen Robert Dietrich. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Angehörigen, Freunden sowie seinen ehemaligen Mitspielern, die hier und heute auf dem Eis stehen. Wir bitten Sie, für einen Moment innezuhalten.